Lambert TV wird präsentiert von Lifestyle TV, das Magazin. Wir freuen uns heute in diesem Jahr die erste Sendung mit Professor Hermann Bühlbecker umzusetzen. Direkt aus Aachen, auf diesem Weg natürlich auch noch ein frohes, gesundes Jahr 2019 wünsche ich. Herr Bühlbecker, Ihnen geht's gut? Sehr gut, Urlaub hinter uns gebracht und jetzt geht's wieder voll in das Jahr 2019 hinein. Auf jeden Fall, mehr als verdient. Letztes Jahr haben wir gesehen, was wir alles mit Ihnen erleben durften. Es war ja unglaublich und fantastisch bis zum Ende des Jahres. Geht es jetzt aber eigentlich Schlag auf Schlag weiter, ja? Nach dem Urlaub gerade erwähnt, heißt es ja jetzt schon wieder ISM, Internationale Süßwarenmesse, steht vor der Tür. Aus Ihrer Sicht, was bedeutet das? Ich meine, Sie haben, glaube ich, mit dem größten Stand, ja? Ist also kein kleiner Stand, das heißt viel Manpower, viele Produkte. Was bedeutet das noch für Sie? Ja, in der Tat. Wir starten direkt ins Volle hinein, denn Ende Januar findet in Köln die größte Süßwarenmesse der Welt statt. 1700 Hersteller aus 73 Ländern präsentieren dort ihre Produkte. Und für Lambert ist eine große Chance, einmal das ganze Sortiment, die ganzen Firmen, die zur Lamberts Unternehmensgruppe gehören, zu zeigen. Also Lamberts, Kinkards, Heberlein Metzger, Weiß, Dr. Quent, Nürnberger, Aachener, Dresdner, alles. Wir werden unsere ganzen Produkte dort zeigen und haben auch schon Möglichkeiten, Kontrakte, Listungen mit dem Handel für das kommende Jahr oder für das laufende Jahr zu machen. Ich meine, man könnte fast eine eigene Sendung machen, nur über die ISM und nur über den Lambert-Stand, aber das wird dafür nicht reichen. Es ist ja parallel noch die Monday Night, die Lamberts Monday Night, ja. Selbst ich bekomme Anrufe weltweit, was man machen kann, wo ich immer nur sage, tut mir leid, das macht Professor Bühlbecker alles selbst. Die Liste ist schon seit November oder letztes Jahr zu, keine Chance. Die läuft parallel, ja. Das heißt, auf der einen Seite wird gearbeitet und auf der anderen Seite zelebriert man so ein tolles Fest. Angefangen war ich letztes Jahr mit dabei, eigentlich ja schon mit den Proben, das ist ja dann dieser Samstag, ja, vor dem Montag, da wird dann schon das Hotel umgebaut, die Stars sind zum Teil da, Tänzer sind da, Sie sind auch immer da. Wie schaffen Sie das, den Spagat zwischen der harten Arbeit, die Spaß macht, aber dann auch irgendwo die Celebration Time? Also in der Tat, die Messe geht von sonntags bis mittwochs, jetzt Ende Januar. Und Samstag gibt es Proben, weil diese Show, die wir dort veranstalten, das ist eine Haute Couture Fashion Show mit Live-Musik und vielleicht den besten Tänzern, die es in Europa gibt. Also eine echte Live-Show. Man kann es eigentlich mit Victoria's Secrets vergleichen, vom ganzen Anspruch her auch. Und viele prominente, tolle Models laufen auch mit. Und das wird im Hotel am Samstag, Sonntag choreografiert, speziell für diese Show, die gibt es nur einmal im Jahr. Aber das hat nichts damit zu tun. Am Sonntag ist die Messe, ich stehe den Tag auf der Messe. Sonntagabend haben wir bereits das erste Dinner, weil wir wieder viele internationale Gäste haben werden, auch aus Hollywood. Die kommen dann nicht nur für einen Abend, die bringen dann Zeit mit und verbringen das Wochenende da. Das ist das Pre-Dinner dann, ne? Das ist das Pre-Dinner, das findet am Sonntagabend statt. Da haben wir auch schon so 120 Gäste haben. Montag ist wieder Messetag und am Montagabend... Messetag, wann geht es dann für Sie Montag los? 9 Uhr bis 6 Uhr und ab 6:30 laden wir dann 900 Gäste in den alten Wartesaal nach Köln ein und dann findet die eigentliche Lamberts Monday Night statt und Dienstag und Mittwoch ist wieder Messe. Wow,